Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit Mod Long War Season 5. Jo, auf uns wartet hier eine Small Crash Site mit 11 Aliens. Mal gucken, was dabei herauskommt. Ich hoffe mal, die verstecken da nicht noch irgendein großes Ungetüm, auf das wir jetzt gerade nicht vorbereitet sind. Denn wir haben einen reinen Lehrlingstrupp dabei. Natürlich mit Aufpasserin Toyen. Dann haben wir noch Samuel Amaral als Scout. Minato ist unser Sniper. Kingpin unser Rocketeer. Godfather Stäuben unser Gunner. Ning Hong ist unser Medic bei dieser Mission. Dann haben wir Fatima Tariq als Ingenieur mit der falschen Waffe, fällt mir gerade auf. Was ist denn da schief gelaufen? Nimm du mal den Carabine mit. Sie hat auch noch einen Impulsbogen dabei. Und dann haben wir noch einen unserer neu beförderten, beziehungsweise einen unserer neu ernannten Infanteristen, Beatrice Sandoval. Sie hat natürlich auch ein Axroid, denn ich habe vor, Outsider zu fangen. Ob uns das gelingen wird, ist fraglich. Aber mal schauen. Wir haben 4 Versuche und die werden wir nutzen. Los geht's. Gleich werden wir noch einen Satelliten verlieren. Aber das macht nichts. Wir haben mehr als genug Satelliten auf Reserve. Einige werden gebaut. Wir wissen jetzt, wo sich das abgestürzte UFO befindet. Das Gebiet ist ziemlich abgelegen. Wir haben die einmalige Chance, die Stelle zu sichern, bevor sie sich verschanzen können. Und wir befinden uns im Sumpf. Naja, was soll's. Weiter. Und wir haben keine Max dabei. Hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Sturm. Genau, marschieren wir direkt aufs UFO zu. Der erste Pod ist direkt voraus. Das bedeutet für mich, dass du mal hier in Deckung gehst, für alle Fälle. Bestätige. Bin unterwegs. Und der Rest geht einfach mal in Stellung. Mit etwas Glück kommen die direkt zu uns. So. Mal gucken, wie viele Kills wir abstauben können. Bist du da oben bereits im... Nein, bist du nicht. So, Steady Weapon. Und der Rest Overwatch. Ja. Aus dieser Flanke habe ich nicht mit euch gerechnet. Gut gemacht, Samuel. Guter Schuss. Fatima trifft leider nicht. Oh, du bist aber keine Atlas, oder? Gut, heizt ihn ein. Oh, die große Drohne ist gelandet. Das wird uns zum Vorteil gereicht. Klar, wir könnten das alles mit einer Rakete beenden, aber ich möchte die Kills doch ein bisschen aufteilen. Na dann, Feuer frei. Gut. Gib ihr den Rest. Der Rest sieht anders aus. So, Miss Sandoval, wo bist du? Nein, das ist Toyen. Hier. Wenn du hier mal 2 Kills. Adios. So, Samuel. Immerhin Holo zielen. Fatima? Nee, ich hätte dich auf das gelandete Ziel schießen lassen sollen. Verdammt, Feind lebt noch. Nun gut, Ning Hong, du schießt mal da drauf. Naja. Minato? Deiner? Dann probiert Kingpin nochmal sein Glück. Reicht es? Jo. Gut.
Unter anderen Umständen hätte ich da einfach mal eine Rakete hingeschossen, hätten wir früher unsere Ruhe gehabt. Aber das passt schon so. Und der letzte Pod ist direkt voraus. Wir nutzen erstmal die Zeit zum Nachladen. Nun gut. Ja, wir wissen, dass ihr dort seid. Still, habt ihr was gehört? Reine Einbildung. Oh, Richtung Meld müsste ich auch mal abmarschieren. Moment, die haben sich aufgeteilt. Das finde ich jetzt nicht so nett von denen. Kuckuck. Nun, Samuel, bitte einmal vorrücken. Und Feuer. Daneben gefeuert. Daneben geschossen. Du könntest dann Overwatch auslösen. Minato, du schießt zuerst. Auf den da hinten. Gut, ein Overwatch weniger. Fatima geht hier hin. Schmeißt dem jungen Burschen mal eine Granate auf den Kopf und entwurzelt hoffentlich den Baum. Ja, yep, und da hinten ist der andere. Beatrice, ich weiß, du schreist hier nach Kills. Geht trotzdem in eine bessere Deckung. Sehr gut. Ning Hong. Oh, dich sieht er natürlich. Und er trifft dich auch. Unnötig. Revanchier dich. Nein, magst du nicht? Toyin, du passt dir Obacht. Und einen von denen erledigen wir definitiv mal mit einer Rakete. So viel Zeit muss sein. Wow, den bekommen wir nicht down. Naja, vielleicht doch. 20 Schaden muss die Rakete machen, mehr nicht. Und es sind 8. Suppress den Dicken einfach mal. Oh, Covering Fire, ernsthaft? Heieieiei. Bisschen unnötigen Schaden gefressen, aber gut. Ja, eine weitere Rakete möchte er jetzt nicht haben. Sehr gut. Du flickst dich erstmal selber zusammen, bevor du mir hier drauf gehst. So, wo ist mein Scout? Hier, Samuel. Geh mal bitte hier hin. Und schmeiß da einen deiner Battlescanner rüber. Die Frage ist nur, warum hab ich jetzt Kampfmusik? Oh, guck mal, da versteckt er sich. Minato? Feuerfrei. Sicher ist bekanntlich sicher. So, dann kann mir der Rest mal Richtung Tür abrücken. Begebe mich auf Position. Paso ligero. Jawohl, Sir. Sag bloß nicht, dass ich mich verklickt habe. Ja, hab ich. Und das auch nur, weil eine Kollegin da mitten durch den Weg gerannt ist. Feldposten. Du bitte ebenfalls. Einen Flotter haben wir ja noch.
Samuel steht hier. Na komm, stell ich mal ins Freie. Da kannst du mir ruhig mal einen Battlescanner hier so reinschmeißen. Ich hoffe mal, es reicht, um die Outsider zu sehen. Da hinten stehen sie, gut. Na dann, auf zur Tür. Und vor den Floater werden wir uns mit Overwatches schützen. Das ist wahrscheinlich ein großer und ein kleiner. Nun gut. Du wirst jetzt nicht zum Verarzten kommen. Ist mir aber auch recht. Dich brauche ich weiter vorne. Warum willst du nicht landen jetzt? Jetpack gelandet. Na dann, weiter vor, Leute. Okay. Wir wollen jetzt schließlich noch ein bisschen Meld erbeuten. Weißt du was? Du verarztest ihn mal schnell. Still, du großes Nicht, dass da noch was schief geht. Du gehst hier hin. Nun gut. Du hier in die Mitte. Hier hin. Projen geht hier an die Flanke. Ling Hong hier hin. Gottfaser hier hin. Samuel geht hier hin. Und Minato geht hier hin und lädt nach. Weißt du was? Alle dürfen nachladen. Ich glaube, wir öffnen da mit einer Schredderrakete. Gut. Jetzt wird's heiß. Mindestens einen von den beiden haben. Schweres Geschütz bestätigt. Dann kommt mal näher ran. Gut. Den Großen werden wir suppressen müssen. Gegen seine Close Combat Fähigkeiten. Da brauche ich gar nicht nachgucken, die hat er bestimmt. Weißt du was, schieß einfach mal auf den. Guck mal, wie viel Schaden du machst. Nicht genug. Du würdest den killen. Den höchstwahrscheinlich auch. Nicht gut. Samuel, geh mal hier hin. Reicht nicht. So viel zum Thema geschredderte Ziele, ne? Bestätige. Geh mal näher ran. Das wird jetzt ein bisschen stressig. So. Unser erster Gefangennahmeversuch. Moment. Nein, nicht dich. Dich. Na komm schon, pack ihn ein. Nope. Dann gehst du bitte hier hin, probierst dein Glück auch mal. Na komm schon. Gut. Das war der erste. Den hätte ich auch gerne, den dicken. Gut.
Na komm, suppress ihn bitte weiter. Ein Glück, dass er kein Covering Fire hat. Moment, schieß einfach mal so auf den. Ach nö, du sollst ihn doch nicht killen. Hätte doch den anderen Schuss nehmen sollen. Wie aus dem Lehrbuch. Aber gut, zumindest haben wir einen Outsider. Das ist doch auch schon mal was wert. So, wie gesagt, verlieren wir gleich einen Satelliten. Da haben wir vorgesorgt. Und Samuel wird befördert. Immerhin einer. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir vielleicht mal einen Concealment-Scout zulegen sollte. Da müsste ich ja meinen gesamten Spielstil komplett umkrempeln. Bei mir fehlt dann permanent ein Schütze. Weißt du was, wir probieren es mal mit dir. Ich habe ja noch genug andere in der Zone. 54 Illyrium. Ist doch nicht schlecht. Bis ich kaputtes Zeug, was man verkaufen kann. Vielleicht sollte ich das kaputte Zeug auch mal ein bisschen ansparen. So, weg damit. Und weißt du was? Auch wenn ich schon die ganze Zeit darüber nachdenke, ob ich mir so eine Fusionslanze zulege, so ein zweiter Blaster Launcher wäre wirklich für die letzte Mission nicht verkehrt. Mit einer Fusionslanze könnten wir den Overseer leicht abschießen. Aber ein zweiter Blaster Launcher wäre ja auch nicht schlecht. Das Problem ist, dann müsste ich die Fusionslanze am richtigen Abfangjäger anbringen. Ist auf dem richtigen Kontinent. Ich gönne mir einen zweiten Blasterwerfer. Genau. So, weiter. Wie, ich habe ganz Liten verloren. Erkunden will der. Erkunden heißt landen, oder? Mal gucken, vielleicht kann man ja wehtun. Bereit für Nahkampf. Komplett abgeschossen, sehr schön. Ich glaube, das bringt 400 Credits. Ne, 300. Was habe ich da angerichtet? 23 Stunden, 3 Tage, 5 Tage, 11 Tage. Nicht gut. Nun gut, jetzt sind sämtliche Firestorms ausgeschaltet worden. Dog, das probierst du gleich nochmal. Nein, hier wollte ich nicht rein. Psylobor. Dog, wo versteckst du dich? Ach, hier oben. So, weiter. Ein Plünderer. Na komm, schieß den Plünderer ab. Hier wird nichts geplündert. Ich sollte mich wirklich mehr auf den Overseer vorbereiten, anstelle hier meine ganzen Abfangjäger einfach mal so zu verheizen. Greife Feind an! Yay, wir haben eine Crash Site. Sehr schön. Wie lange bist du angeschlagen? Moment, was haben wir denn da? Secret Commander, Außenweltler, Sektoid. Exalt Elite Agent, Elite Mutant, Mechtoid.
Ich hoffe mal, wenn da Tiere dabei ist, dass die noch aufführen werden. Wenn nicht, dann haben wir ein kleines Problem. So, erstmal in den Hangar gucken. 6 Tage, 23 Stunden. 3 Tage. 9 Tage. Naja, meine Freunde, ich würde mal sagen, um die Crash-Site kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.